Weil viele gefragt haben, hier ist das Rezept von der Carbonara Salmone. Ich bin kein Koch, aber so mache ich es. Als erstes schneiden wir ein bisschen Lachs in kleine Stücke, geben Butter in eine Pfanne und lassen die richtig schmelzen. Geben Rosmarin und eine Knoblauchzehe drauf, geben dann unseren Lachs drauf und braten es an, bis es schön braun ist. Machen den Herd aus, geben dann unsere gekochten Pasta dazu, ordentlich viel von dem Pastawasser. In einer Schüssel mischen wir dann noch ein Ei mit etwas Parmesankäse zusammen und geben es dazu. Und jetzt müssen wir alles durchmischen und sind fertig. Es ist unnormal lecker und besser als bei Vapiano.